Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr einem TP-Link Managed Switch eine feste IP-Adresse im IP-Adressbereich eures Routers verpasst. Wir wollen das Ganze aber in einem anderen VLAN als VLAN 1 zuweisen. Wir verwenden hier im Video den TL-SG 2008P. Weitere Infos zum Gerät findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Schließen wir den Switch im Werkszustand an unseren Router an, bekommt er automatisch eine IP-Adresse vom Router zugewiesen. In diesem Fall ist es die 192.168.77.111. Versuchen wir jetzt eine statische IP-Adresse in diesem IP-Adressbereich dem VLAN 5 zuzuweisen, kommt natürlich der Hinweis "The IP address conflicts with an existing one" und die Aktion wird nicht ausgeführt. Müssen wir also anders vorgehen. Wir setzen den Switch einmal auf Werkseinstellung zurück und verbinden ihn direkt mit unserem Rechner. Damit kann er keine IP-Adresse vom Router bekommen. Nehmt am besten nicht Port 1, sondern einen anderen, wie zum Beispiel Port 8. Port 1 wollen wir nämlich umstellen. Um den Zugriff auf die Benutzeroberfläche zu bekommen, öffnet eure Netzwerkeinstellung am Rechner. Scrollt etwas nach unten und klickt auf Adapteroption ändern. Sucht hier eure Ethernet-Verbindung raus. Wir haben hier nur die eine, die wir doppelt anklicken. Öffnet die Eigenschaften. Klickt auf Internetprotokoll Version 4. Und wählt den Punkt "Folgende IP-Adresse verwenden" aus. Unser TP-Link-Switch hat vom Werk aus die IP-Adresse 192.168.0.1. Wir tragen hier nun eine IP-Adresse aus eben diesem Adressbereich ein, zum Beispiel die 10. Subnetmaske füllt sich automatisch aus. Klickt nun auf OK und auf OK. Öffnet euren Browser und gebt 192.168.0.1 in die Adresszeile ein und ihr solltet auf der Benutzeroberfläche des Switch landen. Username und Passwort ist jeweils Admin. Der Switch möchte es aber geändert haben, also machen wir das auch. Da sind wir nun. Klickt oben im Menü auf L2 Features. Und dann links im Menü auf VLAN. Mit Add erstellen wir das neue VLAN. Das bekommt die VLAN-ID 5. Bei Name könnt ihr zum Beispiel VLAN 5 eingeben oder was ihr wollt. Nehmen wir mal Uplink. Hier weisen wir noch den Port 1 des Switch zu. Und klicken auf Create. Falls euer Switch an dieser Stelle Probleme macht, entfernt Port 1 vorher aus dem Default VLAN 1. Weiter geht es mit dem Button Port Config. Hier weist ihr dem Port 1 die VLAN-ID 5 zu und klickt auf Apply. Wechselt nun im Menü auf L3 Features. Klickt links im Menü auf Interface. Und dann im Bereich Interface Config auf Add. Bei Interface ID tragt ihr VLAN 5 ein. Den IP-Adressmode stellt ihr auf Static und gebt im Feld IP-Address die feste IP-Adresse ein, die der Switch später haben soll. Wir vergeben hier die 192.168.77.4. Unser Router hat die 192.168.77.1 und 2 und 3 sollen später an andere Geräte vergeben werden. Subnet Mask
ist die 255.255.255.0. Interface Name ist optional. Klick dann auf Create. Und zur Sicherheit auf Apply. Die Netzwerkeinstellungen im Rechner stellt ihr einfach wieder zurück. Die werden nun nicht mehr benötigt. Eventuell müsst ihr eure Geräte einmal neu starten. Speichert aber vorher die Konfiguration im Switch. Wir haben Switch und Rechner mit unserem Router verbunden und erreichen den Switch an Port 1, jetzt unter der eingestellten IP-Adresse. Wir wollen nun die restlichen Ports auch dem neuen VLAN zuweisen. Dazu wechseln wir wieder in die L2 Features und klicken auf VLAN. Mit dem Bearbeiten-Symbol öffne ich die Konfiguration. Im Bereich Untagged Ports klicke ich Select All an und speichere das Ganze. Das Standard VLAN 1 verwenden wir nicht, da wähle ich alle Ports ab. Denkt immer mal wieder ans Speichern der Konfiguration, da ansonsten bei einem Neustart des Switch die geänderten Einstellungen verloren gehen. In der Port-Konfiguration müssen wir nun auch alle Ports dem VLAN 5 zuweisen. Status ab, alles okay. In der jetzigen Konfiguration sind alle Ports identisch und ihr habt über jede LAN-Buchse Zugriff auf den Switch und jedes Gerät, das ihr dort anschließt, befindet sich im selben Netzwerk bzw. IP-Adressbereich. Das macht so natürlich noch keinen Sinn, denn jetzt geht's erst ans Erstellen der VLANs. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Eine Sache kann man noch machen. Wechselt dazu nochmal in die Fritzbox. Oder was auch immer ihr für einen Router habt, klickt links im Menü auf Heimnetz und auf Netzwerk. Scrollt in den Netzwerkverbindungen nach unten, bis ihr euren Switch findet und klickt auf das Stiftsymbol. Die Fritzbox hat hier noch die alte Adresse drinstehen. Das aktualisieren wir mal und setzen den Haken bei, diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen. Falls ihr einen anderen Router als eine Fritzbox verwendet, wird dieser Punkt bei euch sehr wahrscheinlich anders heißen, das Ergebnis ist aber das gleiche. Mit dem Klick auf Übernehmen kommt noch ein Hinweis, dass die Änderungen erst nach einem Neustart aktiv sind. Steht hier auch nochmal. Alles klar. Und das war's auch mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.